Sony wird von Hackern attackiert und erpresst, Fans ziehen für einen Star Wars Knights of the Old Republic 2 DLC vor Gericht und die Payday 3 Entwickler entschuldigen sich für den katastrophalen Launch. Heute ist der 26.09.2023, Ich fange bei Cyberpunk 2077 kein neues Safe Game an, egal was ihr sagt. Und diese Ausgabe der News wurde sitzend erstellt auf und wird präsentiert von den ergonomischen Gaming-Sitzen von Ricaro Gaming, der Supporter für dein nächstes Game. Danke für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News. Mit Jules. Es ist nicht das erste Mal, dass Sony Ziel von Hackern wird. 2015 verschafften sich Kriminelle aus Russland Zugang zu Sony Pictures. 2018 wurde ein Nordkoreaner bezüglich eines Hacks von 2014 angeklagt. Nicht zu vergessen der Hack des PlayStation Networks von 2011. Eine Hacker-Konsortium behauptet nun, sich in alle Systeme von Sony gehackt zu haben. Die Ransomware-Gruppe brüstet sich damit, Daten von Sony gestohlen zu haben und droht, diese zu verkaufen, wenn sich das Unternehmen weigert zu zahlen, berichtet The Gamer. Offiziell wurde der Hack noch nicht verifiziert, aber es wird berichtet, dass die besagte Gruppe dafür bekannt ist, bereits Daten von anderen Opfern gestohlen zu haben. Außerdem sollen sie scheinbare Beweise dafür liefern, dass der Hack stattgefunden hat, berichtet Video Games Chronicle. Bisher hat Sony sich noch nicht zu diesem Vorfall gemeldet. Es ist darüber hinaus nicht klar, ob es sich bei den vermeintlichen gestohlenen Daten um Businessinformationen, persönliche Daten von Nutzern oder beides handelt. Laut Aussagen auf der Website der Gruppe Ransomed VC habe man alle Systeme von Sony kompromittiert und wolle nun die erbeuteten Daten verkaufen, weil Sony nicht zahlen will. Der vermeintliche Hack wurde zuerst von Cybersecurity Connect dokumentiert. Sie beschreiben Ransomed VC als einen Neuling in der Szene, der aber bereits eine beeindruckende Anzahl von Opfern habe. Cybersecurity Connect geht aber gleichzeitig nicht davon aus, dass alle Sony Systeme gehackt wurden und führt die relativ geringe Größe der zum Verkauf stehenden Daten an. Keine der Daten wurde bisher veröffentlicht und es bleibt abzuwarten, ob Branson VC überhaupt Zugang zu Sony erlangen konnte. Für weitere Infos zum Thema und generell Tipps zur Sicherheit im Netz schaut gerne mal bei den Kollegen von GameStar Tech vorbei. Es gibt Ärger um Knights of the Old Republic 2, genauer gesagt um die Switch-Version des Titels aus dem Jahr 2022. Für die versprachen Aspyr Media und Saber Interactive nämlich eigentlich, Inhalte der Restored Content Mod als DLC nachzuliefern. Dieser sollte den aufgrund damals zu geringer Entwicklungszeit unvollständigen Klassiker nach all den Jahren endlich offiziell vollenden. Doch die Entwickler beerdigten diese Pläne im Juni 2023 öffentlich, knapp ein Jahr nach Release der Switch-Version. Als Entschädigung durften sich alle Käufer von Kotor 2 für die Switch einen Key für ein anderes Star Wars-Spiel auf der Switch aussuchen. Alternativ gab es die Chance, die Steam-Version des Spiels zu bekommen. Hierfür ist die besagte Mod kostenlos herunterlad und installierbar. Die Kläger hätten am liebsten wohl einfach den DLC auf ihrer Switch gehabt, aber in der Klage geht es vor allem um eine vollständige Erstattung des Kaufbetrages sowie um eine Verurteilung von Aspir und Saber für ihr Verhalten, das als falsche Werbung oder gar Betrug empfunden wird. Viele hätten, laut dem Schreiben, vom Kauf des Titels für die Switch abgesehen, hätte es die DLC-Pläne nicht gegeben. Und nicht wenige haben laut dem Schreiben wegen dieses empfundenen Mangels den Titel auch nicht einmal gestartet. Bis zum 4. Oktober werden erste Reaktionen von Seiten des Gerichts erwartet. Aber was ist die Restored Content Mod eigentlich? Naja, sie ist weit mehr als nur eine simple Modifikation. Es ist quasi die Methode, um Kotor 2 so zu erleben, wie es wohl einstmal von Obsidian auf dem Reißbrett entworfen worden war abseits von unmengen an inhalten wie quests, schauplätzen und dialogen inklusive eines besseren endes fixt das projekt auch diverse fehler und verbessert zahlreiche aspekte des inzwischen in die jahre gekommenen titels ich verlinke euch dazu mal einen artikel in der videobeschreibung Das heiß erwartete Heist-Spiel Payday 3 ist vergangene Woche für PC und Konsolen erschienen und während die Spielerzahlen ziemlich beeindruckend ausfielen, wurde die Start-Euphorie durch umfassende Serverprobleme getrübt. Global Brand Director Almir Listo und Lead Producer Andreas Hellpenninger haben sich nun in einem Twitch-Stream zu den Problemen geäußert und dabei auch über die Möglichkeit eines zukünftigen Offline-Modus gesprochen. Der Release lief nicht wie vorgesehen. Ich kann verstehen, dass viele von euch sehr frustriert und wütend sind. Wir sind es auch, sagte Penninger. Die beiden entschuldigten sich immer und immer wieder während der Stunde Livestream. Zu einem Offline-Modus sagte Listo, man könne keine klare Ja oder Nein-Antwort geben, weil erst vier Tage seit dem Release vergangen seien und man solche Probleme nicht vorhergesehen habe. Man wolle darüber nachdenken und so bald wie möglich ein Update geben. Weitere potenzielle Features, über die in dem Stream gesprochen wurde, sind ein Lobby-Chat für Text und Voice, die Möglichkeit, Loadouts zu benennen, Verbesserungen bei den Challenges, Maus- und Tastatursupport für Konsolen und eine neue Skill-Kategorie namens Transporter, mit deren Hilfe man zwei Beutetaschen auf einmal tragen könnte. Trotz aller Probleme kam Payday 3 zum Launch-Wochenende auf 218.000 gleichzeitige Spieler über alle Plattformen hinweg. Bei Metacritic kommt die PC-Version auf eine 70, bei unserem Gamestar-Test nur auf eine 53, weil wir für die Release-Probleme erstmal 20 Punkte abziehen mussten, bis diese behoben sind. Bloodlines 2 ist unter den meistgewünschten Spielen auf Steam. Kein Wunder also, dass der Wechsel des verantwortlichen Studios für etwas Unruhe unter Fans gesorgt hat. In einem Entwicklertagebuch erklärt das Studio nun, welcher zentrale Aspekt Bloodlines 2 trotz vorangegangenen Widrigkeiten zu einem Erfolg machen sollen nämlich das Vampirgefühl. Zugegeben, dass ein Rollenspiel, in dem es um Vampire geht, ein solches Gefühl vermitteln möchte, ist nicht sonderlich überraschend, doch angesichts der holprigen Entwicklungsgeschichte dürfte es viele Fans interessieren, wie das neue Studio The Chinese Room Bloodlines 2 zu einem Erfolg machen möchte. Spieler sollen sich buchstäblich wie Jäger der Nacht fühlen. Und das gilt nicht nur für die Kämpfe. Die Vampir-Spielmechaniken sollen auch bei typischen RPG-Elementen wie dem Finden einer Schlüsselkarte auf Vampirart funktionieren. Beim Kampfsystem orientierte man sich zunächst beim beliebten Schleich- und Meuchelspiel Dishonored, empfand das vorsichtige Vorgehen aber als unpassend für einen Vampir. The Chinese Room möchte Vampire stattdessen als furchtlose Jäger inszenieren, die ihre Beute in der Nacht jagen. Ein Vampir in Bloodlines 2 zu sein soll sich in den Action-Sequenzen mächtig anfühlen und sogar etwas Morbides haben. Mit dem Essen spielen sei intern ein geflügeltes Wort geworden, das das Spielgefühl von Bloodlines 2 am besten einfange, so die Macher. In der ersten Oktoberwoche soll es schon den nächsten Eintrag im Entwicklertagebuch geben. Dabei soll es sich um die Geschichte und die Atmosphäre in Bloodlines 2 drehen. Eine fesselnde Story und große Entscheidungsfreiheit standen schon beim Vorgänger ganz hoch im Kurs bei den Fans. Manche Fans des Vorgängers stehen in Bloodlines 2 angesichts der chaotischen Entwicklergeschichte vorsichtig gegenüber. Was müssen die Entwickler eurer Meinung nach tun, damit ihr euch wirklich als Vampir fühlen könnt? Wenn ihr, wie ich, auch gerade ganz nervös bei der Arbeit seid, weil ihr euch schon auf euren abendlichen Ausflug nach Night City freut, dann will ich euch nochmal unser E-Paper-Update ans Herz legen. Darin findet ihr eine Komplettlösung auf 14 Seiten Bosskampf-Tipps und Skill Guides für drei verschiedene Builds: den Neon Agent, die tödliche Techtivin und den Katana Killer. Wenn ihr das E-Paper zu Cyberpunk 2077 schon besitzt, ist unser Update für euch kostenlos. Wenn ihr jetzt bestellt, dann könnt ihr das Paper direkt herunterladen und seid so direkt gewappnet für euren Playthrough. Alle Infos gibt's auf GameStar.de slash Cyberpunk-Update. Das waren die heutigen News. Vielen Dank fürs Zuschauen und Abonnieren. Wenn ihr mögt, dann schaut gerne unser neuestes Video zum Resident Evil 4 DLC Separate Ways, der scheinbar richtig gut geworden ist. Morgen kommt Paul aus seiner Cyberpunk-Höhle wieder raus ans Tageslicht und dann darf er hier direkt die News machen. Seid lieb zu ihm und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules.